Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute, da geht es um das MacBook Pro und natürlich auch um das MacBook Air. Man sieht schon, man kann so ein bisschen mehr aus seinem MacBook machen, was die Äußerlichkeiten betrifft. Innen ist natürlich alles fest verlötet von Apple, da geht nichts mehr. Aber auch das Schreibtisch-Setup finde ich total wichtig, dass man sich so einige Dinge gönnen kann, die das Arbeiten leichter, schöner und auch besser machen. Darum geht es heute in diesem Video und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Apple ist ja mittlerweile schon vernünftig in den Farben. Es gibt sie in verschiedenen Möglichkeiten. Einmal in Silber, dann gibt es dieses wunderbare Space Grau und natürlich auch mittlerweile schon Gold und ein paar kleine andere Geschichten. Aber so richtig Farbe bringen die noch nicht in die MacBooks. Und erstens geht es natürlich um die Schönheit. Also ich finde, dass sowas immer elegant und designmäßig gut aussieht. Es sind einfach wunderbare Klappen, die man hier wirklich relativ fest anbringen kann. Und dann schützen die natürlich auch komplett dein MacBook. Bei mir ist es halt so, auf der Hülle sind schon viele, viele Fingerabdrücke. Das geht natürlich auch anders, indem ihr euch andere Oberflächen bestellt für diese Hüllen. Gleichzeitig von hinten sind die auch total schön, noch ein bisschen Fläche für die Kühlung. Hier hast du so eine wunderbaren Füße, die sind auch sehr gut verarbeitet. Und das ist natürlich auch noch wichtig, weil es euren MacBook Pro einfach schützt. Also ihr wisst, wenn ihr das mal wieder verkaufen wollt, die gucken alle zuerst nach Kratzern auf der Oberfläche und gleichzeitig natürlich auch nach abgeschlagenen Ecken. Kann hier kaum passieren und ihr habt gleichzeitig noch eine schöne Farbe, die ihr euch aussuchen könnt. Es gibt auch mittlerweile diese wunderbaren Holzlooks für das MacBook Pro und das MacBook Air. Da hast du dann sozusagen so eine komplette Holzfläche, so ähnlich wie hier auf meinem Schreibtisch drauf. Kannst du den hell und den dunkel aussuchen. Ist auch eine schöne Möglichkeit, aber zeitlos fand ich hier sozusagen dieses Blau. Einzig ist halt natürlich doof, dass die Oberfläche matt ist und meine Finger sehr viel zu sehen sind. Ihr könnt euch aber, wie gesagt, viele Dinge zusammenstellen. Es gibt fast jede Farbe. Es gibt fast jede Oberfläche. Es ist verlinkt direkt in meinen Videobeschreibungen. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Denn wenn man das MacBook auch zu Hause zum Arbeiten nehmen möchte, dann will man es auf den Schreibtisch stellen. Und bei 13 Zoll ist natürlich nicht viel Sichtfläche, also schließt man sich einen externen Monitor an. Bei mir ist es hier dieser. Und schon hat man einen externen Monitor dran, will man natürlich nicht nur auf der Tastatur klappern, die da sozusagen mit drin ist. Man sucht also für die Bedienung eine externe Tastatur. Da habe ich einen schönen Vorschlag für euch. Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit hier diese Tastatur geleistet, ist auch nicht teuer. Das ist nämlich eine hintergrundbeleuchtete Tastatur. Man kann es jetzt in dem Licht direkt nicht so sehen, aber ich habe euch natürlich noch ein paar schöne Aufnahmen gemacht, wo ihr das super erkennen könnt. Und diese wunderbare externe Tastatur kommt natürlich Bluetooth, also kabellos. Ihr könnt sie komplett aufladen mit Mini-USB und die hält so in der Regel, wenn ihr sie viel benutzt, so wie bei mir, also täglich Videoschnitt, ein bisschen Instagram, ein bisschen Word-Dateien tippen und so weiter und so fort. Ja, dann hält die so 14 Tage und dann müsst ihr sie halt wieder aufladen. Aber ist halt hintergrundbeleuchtet und gerade wenn du abends so ein schönes Setup haben möchtest, ja, ein bisschen gemütlich deinen Schreibtisch gestalten willst, dann ist es natürlich irgendwann dunkel auf der Tastatur und gerade so die Menschen in meinem Alter, die verlieren ja so langsam die Sehkraft. Ja. Und das ist cool. Also das macht echt Spaß. Das ist eine schöne Geschichte mit diesen beleuchteten Tasten hier im Hintergrund und die Tastatur, lass mich lügen, die kostet so in der Regel 30, 35 Euro. Das ist auf alle Fälle gutes Geld, was da investiert ist. Drei Kanäle kannst du hier mit anschließen, also drei verschiedene Bluetooth-Kanäle hat diese Tastatur inklusive. Kannst quasi drei Rechner mit verbinden. Und ansonsten, also mir hat sie jetzt, wie gesagt, innerhalb von einem Jahr keine Kopfschmerzen bereitet, immer wieder aufgeladen, das zeigt ihr dann an, dann leuchtet sozusagen hier eine rote Lampe mit dem USB verbinden, geht natürlich auch, kannst auch noch extern hier über das Kabel machen oder halt per Bluetooth ist auch total entspannt, drückst einfach die Taste, dein Rechner findet die Verbindung, drückst drauf, bestätigst, das war's. Also es ist nicht kompliziert, für günstiges Geld und hintergrundbeleuchtete Tasten. Geht natürlich auch noch hier, dass du jetzt die Tastenfarbe unterschiedlich einstellst. Da gibt es auch noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, verschiedene Farben hier in deinen Hintergrund einzustellen. Es muss nicht das Weiß sein wie bei mir. Du kannst natürlich auch noch andere Farben hineinbauen. Fand ich nicht schlecht, wollte ich euch mal zeigen. Hintergrundbeleuchtete Bluetooth-Tastatur mit Mac-Oberfläche für euer MacBook.
Für das nächste Thema, da könnte man wirklich komplett auch noch ein eigenes Video machen. Vielleicht mache ich es ja noch, mal sehen. Auf alle Fälle will ich es hier mal anschneiden. Das sind USB-C-Hubs. Die gibt es wie Sand am Meer. Macht das Internet an, gebt USB-C-Hub kaufen ein und da habt ihr so viele Möglichkeiten, wie man eigentlich sozusagen gar nicht mehr zählen kann. Aber wir kümmern uns natürlich nicht um die normalen USB-C-Hubs. Den gibt es natürlich nachher auch noch. Der ist für mobil ganz gut. Den kannst du relativ schön anschließen. Hat alles dran. Sage ich euch gleich, was der alles macht. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die schönen Sachen. Wenn du jetzt nach Hause kommst und dein MacBook auf den Schreibtisch legst, dann willst du natürlich nur einen Stecker haben, mit dem du alles, was auf deinem Schreibtisch steht, zum Beispiel dein Monitor und deine externe Tastatur, dein Trackpad und alle Dinge, die möchtest du natürlich nur komplett mit einem Stecker verbinden und nicht immer alles ranstecken. Das soll nicht sein. Dafür ist natürlich hier ein wunderbares USB-C-Hub gebaut worden. Was ich natürlich unwahrscheinlich schön finde, das ist bei Amazon sehr oft ausverkauft. Ich versuche euch noch einen Alternativlink hier in meine Videobeschreibung reinzumachen, damit ihr das auch noch woanders bekommt. Aber wie gesagt, weil es so gut ist, also es ist wirklich gut. Ich habe es jetzt so seit 14 Tagen hier bei mir im Betrieb. Du stellst das einfach auf den Schreibtisch hin. Du hast alle Anschlüsse, die du komplett brauchst. Dreimal HDMI, zweimal USB-C, dreimal normales USB 3.0 und ein SD-Kartenleser für große und Micro-SD-Karten. Des Weiteren gibt es natürlich auch noch einen Netzwerkanschluss und einen kleinen freundlichen Audioanschluss für 3,5 mm Klinke. Es wurde, wie gesagt, an alles gedacht. Du betreibst das übrigens mit einer externen Stromversorgung. Also hier kommt noch ein Stecker rein. Und gleichzeitig kannst du dann aber deinen Laptop hier oben anschließen mit einem Kabel und hast alles, was du auf dem Schreibtisch zu stehen hast, hier noch in einer richtig schönen Form, übersichtlich und vor allen Dingen ordentlich mit dem Kabel zu stehen. Ich finde es total super. Wie gesagt, steht auf dem Schreibtisch, kostet in der Regel um die 100 Euro, ist nicht ganz billig, aber dafür hast du wirklich sehr lange Zeit Spaß. Kommst nach Hause, stellst dein MacBook auf den Tisch, steckst einen Stecker ran, alles funktioniert. Und du hast da nicht so einen Dongle dafür zu Hause, der da rumhängt. Dann hängen 20 Kabel da auf deinem Schreibtisch rum. Das ist so in puncto Schönheit mein Tipp für euch, dieses wunderbare USB-C-Hub. Bei der nächsten USB-C-Hub-Geschichte geht es natürlich nicht horizontal, sondern vertikal. Und wer sein MacBook quasi nicht mit so einem horizontalen USB-C-Hub verbinden möchte, der kann es natürlich auch vertikal tun. Es geht hier um eine schöne Idee, wie ich finde, und zwar kann man das MacBook und das MacBook Air, ist natürlich klar, komplett hier rauflegen. Das steht dann direkt so ein bisschen angeschrägt auf dem Schreibtisch, sieht ordentlich aus und du hast natürlich hier hinten alle Kabel dran, die gehen dann sozusagen weg. Es entsteht keine Unordnung auf dem Schreibtisch. Hier hat man echt ein bisschen nachgedacht und ich finde die Idee auch total super, auch mobil. Ja, wenn du dich da im Café irgendwo hinsetzt, da hängt nicht sozusagen der Dongle an der Seite runter, die Festplatte klebt noch aufgrund von Platzproblemen irgendwo an der Kaffeetasse. Das muss nicht alles sein, da kann man wirklich dieses wunderbare Teil hier mitnehmen und dann sein MacBook hinten raufstellen und dann sieht es richtig gut aus. Hat auch alle Anschlüsse dabei, die man wirklich im Leben braucht. Sogar zweimal HDMI, Netzwerk, der Monitor als klassischer Anschluss, SD-Karten, Lesegerät für große und kleine SD-Karten. Bedenkt bitte, dass immer nur eine SD-Karte, die hier reingesteckt wird, gelesen wird. Also entweder steckt er die kleine rein oder die große. Beide gleichzeitig gehen nicht. Habe ich schon mal ausprobiert. Ist aber nicht allzu schlimm, denke ich mal. Dann der 3,5 mm Klinke-Anschluss, der ist an der Seite verbaut, sehr gut und sehr clever nachgedacht für Kopfhörer. Die hängen dann nicht hinten raus, kannst an der Seite klack reinschließen und es ist immer Ordnung auf dem Schreibtisch. Man sieht es wirklich sehr gut auf die 13 Zoll hier abgestimmt, seitlich, wenn es dann sozusagen steht zum Arbeiten, ordentlich. Hier hast du das Kabel, was du sozusagen komplett dann mit den USB-C-Anschlüssen in deinem Mac verbindest. Also ich finde das echt eine clevere Idee und die haben es auch nicht so teuer gemacht. Das Ding kostet 77 Euro oder 75 Euro in der Regel, ist verlinkt bei mir im Video. Und ja, also wie gesagt, es ist mal eine clevere Idee. Du hast nicht nur dumme Ideen mit irgendwelchen herausfahrenden Dingern, sondern wirklich mal ein bisschen nachgedacht für dein MacBook Air, kannst du das sozusagen benutzen. Ich finde es schön, deswegen schaut mal nach, ob es euch gefällt.
Beim nächsten Thema, da streiten sich natürlich die Geister. Es geht um Lautsprecherboxen. Es kann natürlich dem einen nicht groß genug sein, dem anderen kann es nicht klein genug sein. Aber ich habe mir mal so überlegt, für meinen Schreibtisch, ich muss eigentlich nur hören, ein bisschen Musik, beim Arbeiten gleichzeitig auch mal die Töne, die ich da sozusagen fabriziere. Aber richtig abhören tue ich eh alles über den Kopfhörer. Deswegen ist es bei den Lautsprecherboxen eigentlich ein bisschen unwichtig, was da steht. Es muss aber klingen. Und da habe ich was Schönes gefunden, und zwar diese kleinen Lautsprecherboxen. Und jetzt lacht nicht, die sind von Amazon Basics. Ja, und klar hätte man das Logo von Amazon Basics natürlich auch hier hinten drauf machen können, aber nein, es muss natürlich auch direkt oben stehen und ganz groß. Größer geht's gar nicht mehr. Macht nichts, ist der einzige Kritikpunkt an den Lautsprechern, den ich habe, denn die leuchten noch richtig schön. Und zwar haben die hier direkt unten ein wunderbares LED-Feld verbaut. Das kannst du nicht verstellen in der Farbe, das bleibt immer blau, aber es sieht natürlich sehr gut aus auf dem Schreibtisch oder wenn du jetzt unterwegs die Dinger mitnimmst, geht natürlich auch, dann hast du immer so einen kleinen, freundlichen, blauen LED-Streifen. Und wie sie klingen, hört sie euch mal an. Ich finde, die klingen eigentlich für euer Schreibtisch-Setup, für den normalen Bereich, für die normale Anwendung richtig gut. Und jetzt kommt der Preis, 20 Euro. Und für 20 Euro hat man hier wirklich einen richtig guten Lautsprechersatz, der vernünftig klingt. Da sind Bässe drin, da sind Mitten drin, da sind Höhen drin. Und ja, also wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis überdurchschnittlich gut. Ob es natürlich für jeden Geschmack was ist, das ist die andere Sache. Amazon mit dem Logo finde ich gar nicht gut, ist aber wie gesagt der einzige Kritikpunkt, den ich an diese Lautsprecher habe. Ansonsten finde ich das toll, die leuchten abends auf meinem Schreibtisch und klingen noch richtig super. Kann man nicht viel meckern, Amazon Basics Lautsprecher für 20 Euro. Zum Thema externe Festplatten habe ich euch ein extra Video produziert, weil es wirklich sehr, sehr umfassend ist, was man für Festplatten ans MacBook, Mac Mini oder ans MacBook Air anschließen kann. Das ist hier oben verlinkt. Wenn ihr mehr Informationen möchtet, schaut euch einfach mal das Video an. Eine kleine süße Festplatte muss natürlich in meinem Video ebenfalls noch vertreten sein, und zwar ist es die SanDisk Extreme Pro, in diesem Fall mit 1 Terabyte, und hier gibt der Hersteller 2000 MBS beim Lesen an. Das ist natürlich eine vage Geschichte. Beim Blackmagic Festplattentest war es nicht ganz so schnell. Trotzdem ist die extrem schnell und extrem fit und ist natürlich auch noch formschön. Das ist ein Aluminiumgehäuse, vorne so ein bisschen gummiert, bisschen Plastik mit dran. Und es sieht einfach gut aus. Ihr könnt die Festplatte überall mitnehmen oder an euer Schlüsselbund klemmen. Das ist euch überlassen. Gleichzeitig kommt sie natürlich mit USB-C, also ran an den direkten Anschluss vom Mac und schnell die Daten übertragen. Super Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich. Und das Ding liegt jetzt ungefähr bei ca. 200 Euro für 1 Terabyte für die Extreme Pro Version. Das ist wirklich ganz, ganz schnell. Wie gesagt, wollte ich euch noch mal kurz empfehlen. SanDisk Extreme Pro 1 Terabyte. Nun ist so ein kleines, formschönes MacBook natürlich dafür da, um es zu transportieren. Ich habe, wie gesagt, hier schon diese wunderbare Hülle drauf, aber packe es natürlich dann nochmal in eine extra Hülle. Und hier gibt es was Schönes, das kostet nämlich bloß 10 Euro und die Hülle ist echt total formschön. Die ist super für 13 Zoll geeignet, ist aus Filz, also das sieht auch noch richtig gut aus. Ihr könnt euer MacBook da direkt rein verstauen. Habt hinten noch zwei wunderbare Fächer, wo noch andere Sachen reinpassen. Und gleichzeitig noch so eine kleine Extra-Tasche mit dazu, wo, weiß ich, externe Festplatten, Kopfhörer oder alles andere reinpacken könnt. Das ist eine schöne Geschichte und für 10 Euro super mit Klettverschluss und richtig massiv, ordentlich aus Filz. Also das Schöne ist an der Farbe, die kann nicht schmutzig werden. Die ist ja schon in der Farbe, wie Schmutz normalerweise ist, aber sieht trotzdem formschön aus, gerade hier mit dem Leder und so. Ich fand sie gut. Zum Preis-Leistungs-Verhältnis für 10 Euro gibt es mal als kleine Empfehlung für euer MacBook Pro oder MacBook Air 13 Zoll diese wunderbare Filztasche.
Mich interessiert natürlich noch, was habt ihr zu Hause auf eurem Schreibtisch zu stehen oder was ist euer Lieblingszubehör für euer MacBook Pro? Wo wollt ihr nie wieder drauf verzichten? Schreibt es mir bitte hier direkt in die Kommentare und alle anderen interessiert es natürlich auch, die dieses Video sehen, denn noch mehr Ideen für das MacBook Pro sind natürlich noch mehr Beiträge. Ich könnte dann auch wiederum noch ein zweites Video aus euren Beiträgen machen, je nachdem, wie es schön sie sind, also nicht schüchtern sein, reinschreiben hier in die Kommentare. Das war es für mich gewesen am heutigen Tage mit diesem Video. Lasst mir gern ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da und ich sage Tschüss, bye bye und winke, winke gern bis zum nächsten Video.